Profitänzerin Ekaterina Leonova will endlich sesshaft werden. Offenbar um jeden Preis. Während der vergangenen Let's Dance-Staffel sorgten Ekaterina Leonova und ihr Promi-Partner Timon Krause für reichlich Gesprächsstoff. 5 Monate später ist der Liebestraum schon wieder geplatzt. Ein Grund zum Trübsalblasen? Nicht für Ekat. Er ist der neue Freund von Ekaterina Leonova. Denn die Russin soll bereits einen neuen Mann in ihrem Leben haben, den Unternehmer und Influencer David I. aus Hamburg. Der hatte Ekat bereits vor rund 3 Monaten kontaktiert, schickte ihr seitdem Blumen ins Hotel oder nach Hause. Bei der Live-Show in Hamburg am 18. November saß er im Publikum. Aus dem engen Umfeld der Tänzerin ist zu hören, Ekat ist wieder vergeben. Ein ganz schönes Tempo, das sie da vorlegt. Bis März diesen Jahres war sie noch mit dem Unternehmer Hasan Kivran verlobt, von gemeinsamen Zukunftsplänen war die Rede, doch dann wechselte sie nahtlos zu Timon, nur um sich nach der Trennung gleich wieder zu binden. Offenbar ist ihr Wunsch nach einer eigenen Familie so groß, dass sie verzweifelt die Liebe sucht, von einer Beziehung in die nächste stolpert. Man kann nur zu hoffen, dass Ekat mit dieser Taktik nicht immer wieder an den Falschen gerät.